So, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns, von Jenny und mir. Eigentlich soll es in einer Stunde schon losgehen. Ich starte hier gerade den Vlog. Genau, neuer Vlog. Es geht rüber nach Prag, nach Tschechien. Erstmal fertig machen. Irgendwie voll verpennt. Oh, dabei sollten wir eigentlich schon fast fertig sein mit dem Packen. Ja. Deswegen mal fertig machen. Let's go. Mein Harry ist noch gar nicht draußen. Den schnapp ich mir. Gib mir den Bächlein. Der Kleine ist richtig motiviert. Ja, und diesen Bad Boy Hundebuggy, Fahrradanhänger, Schrägstrich, haben wir noch besorgt für den kleinen Harrison. Haben wir gemerkt haben die letzten Zeiten, wenn wir viel mit dem unterwegs waren, dass der nicht so fit ist, er darf ja noch nicht so viel laufen, weil er noch, also zu dem Zeitpunkt noch 7 Monate alt ist. Und ja, hier ist so ein kleiner Buggy, kann man den hier reinsetzen, hier oben die Handles und ganz unten hier für die Zukunft früher ans Fahrrad zu schrauben. Ja. Eine reiche Verspätung und ein Doppel-Check-up. Energy noch vergessen hier, der FabX, Fab. Genau, so. Schlüssel habe ich. Geht jetzt los. Kurz noch zum Großvater, zum Opa. Tschüss sage. Und ja, let's go. So, wollte gerade gucken, ob ich das hin. Wir sind immer noch nicht los. Also ursprünglich wollten wir um 9 Uhr losfahren. Mittlerweile ist es 11:30 Uhr. Aber irgendwie, keine Ahnung, kamen dann heute Morgen noch ein paar Nachrichten rein, noch ein Telefonat. Dann mussten wir doch noch einen Flyer fertig machen, Koffer packen, wie das so ist. Aber wir haben nicht so eine lange Fahrt vor uns. Also es ist sogar kürzer, wie ich früher zur Arbeit gefahren bin. Also von daher, so eine 4-Stunden-Fahrt ist es also... Ich denke, wir werden das locker hinbekommen und wir wollten uns auch keinen Stress machen, weil Stress hat man die letzten 2 Wochen genug. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren los, wann wir losfahren. Und ob wir jetzt 2 Stunden früher da sind oder 2 Stunden später, ist eigentlich auch völlig wurscht. Ich denke sogar, dass man im Verkehr jetzt besser durchkommt wie heute Morgen. Montagmorgen ist ja immer so eine Sache. Kann ich auch aus Erfahrung sagen, ich bin ja 2-mal die Woche in der frühen Vergangenheit 500 Kilometer 2-mal pro Woche gefahren. Und ja, von daher bin ich das ja gewohnt. Und bin jetzt einfach mal gespannt, wie wir durchkommen. Also ich denke, ich hoffe, wir kommen ganz gut durch. Und ja, jetzt stehen wir hier gerade noch vorm Globus, weil wir haben hier heute Cheat Day und noch nichts gegessen. Cheat Day ist, sondern weil wir jetzt einfach ein bisschen ein Hüngerchen haben. Wobei ein Shake gab es für mich heute Morgen trotzdem. Und der Dama wollte jetzt schon was beim Bäcker holen. Aber eigentlich sind wir hier beim Globus, weil wir Lotto spielen wollen. Eigentlich spielen wir kein Lotto. Aber ich weiß nicht, wie viel... Ich glaube 98 Millionen oder sowas sind im Jackpot, ich habe keine Ahnung. Also wir haben auch erst 2-mal Lotto gespielt, aber wir spielen jetzt nochmal. Wir probieren unser Glück. Und ja, dann geht's endlich los. Das Auto ist vollgepackt wie immer. Harrison sitzt hinten drin, der ist schon ganz aufgeregt, weiß nicht, was los ist, wo geht's hin, was machen wir. Bei dem ist es so, wenn man anfängt, seine Sachen einzupacken, dann, also eigentlich, wenn man sein Bett anfasst und sein Bett einpackt, dann denkt, das ist schon okay. Ich meine, bis jetzt, seit wir ihn haben, wir haben ihn ja prinzipiell erst seit, am Freitag werden es 5 Monate, dass wir ihn haben, er ist ja erst, also er wird am Freitag quasi 8 Monate alt. Und ja, seitdem waren wir jetzt 2-mal weg. Also einmal waren wir in Zwickau und einmal waren wir in Kroatien. Und das ist jetzt das 3. Mal. Es folgen noch ein paar Mal dieses Jahr. Aber ja, da kann man jetzt noch nicht davon reden, dass er das gewohnt ist, woanders zu sein. Also das erste Mal in Zwickau im Hotel hat gut geklappt. In Kroatien hat auch gut geklappt. Aber da wollte er da nicht so essen. Ich weiß nicht, ob es an der Hitze lag. Aber wie gesagt, wenn man sein Bett einpackt, dann merkt er schon, okay, irgendwas ist hier los. Aber ich denke mal... Je häufiger man wegfährt, wird er dann wahrscheinlich spätestens merken, wenn man die Kühltruhe rausholt. Wir haben so eine elektrische Kühltruhe, ich weiß nicht, ob ihr das hört, das brummt auch hier hinten. Für sein Fleisch, ich barf ihn ja und da habe ich quasi sein Fleisch jetzt drin. Und ja, also im Endeffekt, ich glaube, wenn man dann irgendwann mal die Kühltruhe rausholt, weiß er schon Bescheid, okay, es geht irgendwo hin. Ja, also der Dommer braucht ein bisschen. Ich glaube, es wird schon einiges los sein im Lotto-Lädchen. Die ganzen Leute wollen bestimmt ihr Glück probieren und gewinnen. Und... ja, ich melde mich dann von unterwegs. Bis dann. Au revoir. Ja, wir sind noch unterwegs. Laut
Navi wird es 17.30 Uhr, bis wir da sind. Aber ich muss sagen, wir sind gut durchgekommen. Also es war jetzt kein Stau und kein Mega-Verkehr. Wir sind jetzt auch schon in Tschechien und ja, haben schon eine Vignette gekauft. Also die kann man entweder online kaufen oder an der Raststätte, kostet 16 Euro. Gell? Ich glaube, an der Raststätte wäre es, glaube ich, günstiger gewesen. Aber da war die Schlange ewig lang und da hatte ich keinen Bock, mich anzustellen. Und ja, und wenn man hier reinfährt, dann ist hier auch gleich rechter Hand, also vielleicht so 30 Kilometer nach der Grenze, ist so ein Asiamarkt auch. Also wenn man will, kann man da anhalten und da haben die halt Platte. Wir haben da das erste Mal, wo wir hier waren, vor 7 Jahren, glaube ich, war das. 2016 hatten wir an dem Asiamarkt gehalten, aber nichts gekauft, ist nichts für uns. Deswegen haben wir da jetzt auch nicht angehalten. Und was ganz cool ist, auf der linken Seite sind riesig große Sonnenblumenfelder. Also echt riesig. Ja, also es sah echt schön aus. Und wir müssen mal gucken auf dem Rückweg, weil ich erinnere mich, dass wir letztes Mal auf dem Rückweg gehalten haben an einer Raststätte und da Parfüm gekauft haben, relativ günstig. Und lustigerweise, die beiden, die ich hatte damals da gekauft und Hugo Boss, so ein rosanes, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Und lustigerweise habe ich die gerade beide letzte Woche komplett leer gemacht und ja, bin mal gespannt, ob das noch so ist. Ob man da an der Raststätte noch günstig Parfüm bekommt, ich weiß auch nicht mehr, wie günstig das war. Also kann ich dann auf dem Rückweg berichten. Und ja, jetzt haben wir noch ungefähr 100 Kilometer zu fahren, sind um 5:30 am Hotel und dann werden wir auf jeden Fall weiter berichten. Harrison pennt. Das ist das einzig Vernünftige überhaupt, was man machen kann bei einer Autofahrt. So, erste Pinkelpause. Pause. Harrison, komm. So, endlich angekommen. Der quiekt auch schon die ganze Zeit rum. Bringt Klick. So, hier nochmal. Scheiße. Ja, dann fahr allein hoch. Wo muss man hin? Doch, ich passe. Ich glaube, null. Ah. Ja. Hey. Ja, so. Null. So, null. Ganz, ganz schnelle Rundtour. Zunächst einmal. Von diesem nice Lichtschalter hier. Hä? Bratte, was los? Hier ist WC. Also WC, Bad, Dusche, wie auch immer. Tash. Ist schon richtig nice hier, ey. Die Schränke. Wow, 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 wow. Dann kriegt man das hier überhaupt aufs Bild gebannt hier. Den Koffer abladen, dies, das. Und was richtig cool ist, der Harrison ist ja hier erlaubt und sowas und gestattet. Und er hat ein eigenes Sitzkissen bekommen. Ein eigenes Liegekissen. Hätte man das gewusst, muss man eigentlich gar keins mitbringen. Eigene Futterschüssel. Schüssel. Ja, Sitzgelegenheit, dies, das. Bett. Sehr. Ja, kleine Sitzecke hier hinten. Und hier Minibar. Die Minibar ist alles for free. Unser Ausblick. Also jetzt nichts Spektakuläres hier, aber richtig nice. Hier nochmal hier, zeig. Oh, ich hab geklopft, will er nicht. Ja, erstmal alles erschnüffeln, genau. Gut, ja. Was kann ich denn hier noch machen? Passiert da was? Wahrscheinlich noch ein Stand da hinten, oder? Wow! So, Freunde, Jenny ist im Spa. Jenny ist im Spa. Hat hier ein Treatment, jetzt gehe ich hier mit dem Harrison mal auf die Gasse und suche dieses Bagetteria Boulevard. So, Kinas, irgendwie gestaltet sich das alles ein bisschen schwieriger, das mit dem Essen. Also, nicht, dass es hier nichts zu essen gibt, aber da die Jenny gerade unten im Spa ist und ich gerade eben mit dem Harrison allein unterwegs war, also irgendwie darf ich mit dem Hund in keinen Laden rein. Und draußen lassen will ich ihn nicht, ganz persönlich. Und ja, einen Roomservice haben sie heute auch nicht. Ausgerechnet heute am Montag bis 15 Uhr hat er die Küche geöffnet. Und ständig und. Jetzt noch eine Weile ihr Treatment. Keine Ahnung, wie wir das später machen. Da haben wir noch das Team. Ah, sieht ein bisschen heute schlecht aus mit dem Cheat Day. Hallo, bis später. Ich meine mal, gut, unbedingt essen muss ich ja auch nichts. Und auf dem Knochen falle ich auch nicht. Aber trotzdem, also, das ist richtig Abfuck, ey.
also wie die Leute auf den Hund angeguckt haben. Der kleine Harrison. Also, Harrison, du bist doch so süß und so lieb. Wie dem auch sei. Ich mache mich jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen bequem, ein bisschen Ordnung schaffen, die ganze Kabellage und die ganzen Geräte, die mitgeschleppt haben, Laptop und keine Ahnung, die ganze Kabel, wie gesagt, Koffer auspacken. Aber immerhin habe ich hier Wasser gefunden, habe ein bisschen was geholt für später, für morgen und ja, haut rein. Wenn ihr in Highlights guckt, ich zeige euch das mal. Also hier oben seht ihr jetzt die Highlights, ne? 3 bis 6 Stories posten, also reposten ist auch okay, Hauptsache man hat Stories drin und man sollte auch... So Kids, Teammeeting vorbei. Jetzt versuchen wir unser Glück hier draußen noch was zu essen zu finden. Der ganze Allee ist anscheinend ein Vietnamese, die machen so, yeah, auch so geile Sandwiches. Genau, da versuchen wir jetzt unser Glück. Bis 23 Uhr haben sie geöffnet, yeah, und dann, ja. Sandwich war top, weil diese Bowl, die sie bestellt hat, die war, boah, voll der andere Taste. Jetzt ist sie hier schnell drin. Ja. Da schnell drin, was zum Knabbern holen. Und wir gehen jetzt noch in diese Richtung. Nix. Hast du keine Chips? Also was ist das? Das für ein Cheat Day, Alter. Wie kriegst du Essen in Frage? Mal Glück gehabt, wir machen gleich zu. Hier einmal Schokosahne, hier einmal mit Nutella, der Striezel. Genau. So, Kinders, back at it. Sind wir zurück. Wir haben noch ein paar Chips geholt. Baumstriezel war exquisit, aber es war full. Nee, die Innenstadt brutal full. Das hat keinen Bock gemacht. So. Ja. Die hat keinen Bock gemacht. Ja, die auch mit. Genau. Jetzt fahren wir hoch, Hotelzimmer, Zähneputze, Bach machen, ab ins Bett. Hier ein absoluter Geheimtipp. Dr. Pepper, Cream Soda. Wie in der Stapel. Schön, dass wir es da hochnehmen. Ja, jetzt aber, gute Nacht. Ja, eben gestört. Also nicht gut gepennt, nicht viel gepennt. Jetzt hier mit dem Kleinen raus. Der quengelt schon die ganze Zeit. Day numero dos. Und direkt bestes Regenwetter erwischt. Und der Kleine dreht durch. Ja, ich bin mir echt gespannt, was wir heute so alles sehen. Wie weit wir kommen. Auf jeden Fall nehmen wir den Trolley mit. Den Trolley. Den Buggy. Für den Harrison. Weil das gestern Abend war wieder schon zu viel. Die paar Minuten. Ist gerade ein bisschen eng, Autos. Ja, war ein bisschen zu voll, zu viele Menschen, zu viel Walkie für den Kleinen. Weil er bleibt ja auch überall stehen, er muss ja überall Zeitung lesen. Wie, ne? Jetzt auch schon die ganze Zeit. Genau, aber wir hatten einiges vor, einiges anzuschauen. Aber dann nehmen wir euch eh mit. Einen wunderschönen guten Morgen aus Prag. Ja, ich hoffe, der Föhn ist nicht allzu laut. Doma macht sich gerade fertig und ich wollte so ein kurzes Update zu dem gestrigen Tag noch abgeben. Also wir waren so circa um 17.30 Uhr hier angekommen. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut, tatsächlich noch schnell eine Massage ergattern können. Und zwar gibt es hier in dem Hotel, also wir sind in dem Maximilian Hotel hier in Prag, das ist in der Altstadt im Zentrum und es ist wirklich sehr, sehr schön. Der Doma hat ja gestern euch schon so eine Roomtour gezeigt, vielleicht können wir auch ein bisschen mehr von dem Hotel zeigen. Also wir haben auch unten eine Parkgarage, also haben wir einen Parkplatz für die Tage, wo wir hier sind, also müssen auch das Auto nicht bewegen. Und ja, auf jeden Fall ist das Hotel sehr, sehr schön und wenn man hier mit dem Fahrstuhl in die -1 fährt, dann ist man quasi im Spa-Bereich und der ist wirklich total traumhaft schön gemacht.
Also auch alles total, ja, wie man sich einen Spa-Bereich so vorstellt, alles abgedunkelt, mit Kerzen auf dem Boden, die in die Massageräume führen. Das duftet alles nach, ja, so nach Blumen, so wie man das halt kennt vom Spa-Bereich. So angenehme Meditationsmusik und es gibt hier thailändisch-balinesische Massagen und Ayurveda. Also es sind auch asiatische Angestellte, die hier sind und ich hatte eine Rücken-Fuß-Reflexzonen-Massage. Die war sehr, sehr gut, muss ich sagen, also 90 Minuten und ich finde vom Preis her fand ich es auch in Ordnung, absolut. Also ich habe tatsächlich in Hotels schon viel mehr gezahlt für Massagen, also ich habe das schon öfter gemacht, in Kitzbühel und auch in Thailand und so weiter, Bali, dass ich mir da eine Massage gegönnt habe. Ich mag das immer ganz gerne, aber hier fand ich es vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch okay. Also ich glaube, die Massage hat umgerechnet 108 Euro gekostet, also 2600 tschechische Kronen. Und also wie gesagt, es waren 90 Minuten und wirklich mit so heißen Kräutern war das auch noch eine Behandlung auf dem Rücken. Also so, ja, das hieß irgendwie heiße Kräuter, ich kann es nicht sagen. Aber es war total angenehm, total entspannt, ich habe mich total gefreut. Es war genau richtig zum standesamtlichen Hochzeitstag. Und ja, auf jeden Fall, danach hatten wir noch Geschäftspräsentation und Teammeeting und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach was zu essen, weil eigentlich war nicht der Plan, dass ich mich massieren lasse und ich hatte auch tatsächlich überlegt, ob ich vielleicht, also man kann sogar hier aufs Zimmer eine Massage bestellen. Das müsste man allerdings vor der Ankunft machen. Und ich war mir gar nicht so sicher, ob das so spontan geht, weil ich kenne das tatsächlich, wenn ich jetzt dran denke, zum Beispiel in Kitzbühel, da waren wir über eine Woche und da musste man schon, also den Termin vorher machen, weil meistens in den Spa-Hotels oder beziehungsweise meistens in Hotels das ja so ist, dass die eigentlich gar keinen in dem Sinne Spa-Bereich mehr haben, sondern dass es so ist, dass die verschiedene Masseure haben und man bucht quasi diesen Masseur mit der Behandlung, also sowas zumindest in Kitzbühel und dann muss die natürlich auch freie Kapazitäten haben, dass man sie buchen kann und ja, so war das in Kitzbühel und ich glaube hier ist es so, dass der Spa-Bereich zwar zum Hotel gehört, aber für sich ein eigener Bereich ist. Und ja, aber ich fand es total mega, dass ich da wirklich abends noch kommen konnte. Also ich hätte sogar noch, also ich hatte um 18.45 Uhr gewählt, weil wir um 20.30 Uhr GP haben, aber ich hätte auch noch um 19.30 Uhr eine Massage buchen können. War schon ein bisschen, also ja, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Der Spa-Bereich macht halt erst um 10 Uhr auf. Das finde ich ein bisschen schade, weil, sage ich mal, ich finde, wenn man sich Prag anguckt, ist ja 10 Uhr schon so eine Uhrzeit, wo man, sage ich mal, wirklich aus dem Hotel gehen will und sich was angucken möchte. Beziehungsweise, wenn man den Checkout-Tag hat, muss man ja um 12 Uhr auschecken. Und wenn man dann eine Massagebehandlung hat, die, sage ich mal, 2 Stunden geht, dann wäre es ja schon 12, dann könnte man ja gar nicht mehr duschen. Und das finde ich halt auch ein bisschen, also das finde ich ein bisschen schade. Aber der Spa-Bereich hat bis 22 Uhr geöffnet. Das ist natürlich auch wieder eine Chance an dem Tag, wo man hier ist. Aber alles in allem top. Also ich, wirklich tolle Massage. Und ja, also kann man nichts sagen. Man hat einen Bademantel da bekommen, auch Überschlüpf, so Einwegschuhe, wenn man keine Schlappen dabei gehabt hat. Ein Spind, wo man alles reintun konnte. Also es war echt ganz toll. Ja, dann Doma wollte in der Zeit eigentlich uns was zu essen besorgen gehen, weil hier gibt es ja diese bekannten Baguetterie, wie heißt das? Ria Boulevard. Ah ja, Baguetterie Boulevard, das ist wie so ein, ich sag mal McDonald's nur, also wie Subway eigentlich, würde ich behaupten, nur tschechisch halt mit Baguettes, mal gucken, also werden heute bestimmt mal so ein Baguette holen und probieren. Eigentlich wollte er uns was besorgen, aber tatsächlich durfte er mit Hunden nirgends rein, wobei, also später waren wir dann essen, da durfte der Hund dann rein, also ich weiß auch nicht. Irgendwie hat er nicht so Glück gehabt, da wo er war. Naja, auf jeden Fall sind wir dann losgezogen und wollten was essen und waren dann ja, in einem vietnamesischen, ich weiß nicht, wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Also der Laden war mir suspekt, weil es gab Baguette, aber irgendwie vietnamesisch belegtes Baguette. Dann gab es Bowls mit so frittierten Frühlingsrollen drin, Nudeln, aber das war eine Suppe. Ich hatte Spring Rolls, die waren ganz okay, mit Garnelen gefüllt, wie man halt so Spring Rolls kennt. Also irgendwie war der Laden auch ein bisschen seltsam. Wir dachten, es hätte nichts mehr anderes offen und Doma hatte schon Panik. Er kriegt nichts mehr zu essen und deswegen ja, sind wir halt in den ersten...
Ja, natürlich. Sind wir halt in den erstbesten Laden quasi rein. Er hatte das gegoogelt, das ist nicht weit weg und haben halt da was gegessen. Aber ich muss ehrlich gestehen, also die Spring Rolls waren okay. Thomas, sein Baguette, denke ich mal, war auch okay. Er hat es gegessen oder ob es der Hunger war, der es reingetrieben hat. Aber diese, ich weiß nicht, was das war, was ich da bestellt habe. Also das war wie eine Schüssel mit Nudelsuppe und Spring Rolls drin. Frühlingsrollen drin, also frittierte Frühlingsrollen drin. Also, sorry, also ich bin echt nicht empfindlich und ich kann auch Dinge essen, die mir nicht schmecken. Also ich bin da nicht so picky, ja. Aber, also das konnte ich echt nicht essen, weil das Fleisch, ich glaube, es war Schweinefleisch, aber das hat so süßlich geschmeckt. Ich meine, ich glaube nicht, dass ihr schon mal vergammeltes Fleisch probiert habt. Ich hoffe es zumindest nicht. Aber, also ich habe, glaube ich, einmal verdorbenes Hackfleisch mindestens gegessen, wo mir jetzt einfällt. Und irgendwie hat es mich so dran erinnert, ich konnte es echt nicht essen und die Nudeln waren auch nichts. Also es war, ich habe mich auch geschämt, dass ich nicht essen konnte. Ich habe es aber mitgenommen, to go, und wir haben es dann in der Stadt entsorgt, weil sowas macht man nicht. Also Essen wegschmeißen finde ich furchtbar und dann auch noch in dem Restaurant. Also das würde ich auf keinen Fall machen. Aber ich konnte es wirklich nicht essen. Also bei aller Liebe, wie gesagt, ich bin da nicht so empfindlich, aber es ging nicht. Aber immerhin haben wir dann wirklich noch geschafft, den Baumstritzel zu essen. Wie heißt das eigentlich auf Tschechisch? Tschechisch, ach, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es der ganz bekannte Baumstritzelladen im Zentrum gewesen. Und der Dommer hatte einen Schokobaumstritzel und ich einen Schoko mit Sahne. Wobei ich sagen muss, boah, der mit Sahne war schon extrem rich. Also den würde ich mir so auch nicht mehr holen. Also wenn nur mit Schokolade reicht. Aber fürs Foto ist natürlich cool, wenn da so ein Sahneturm drauf ist. Und deswegen dachte ich, ich hole halt so einen. Und dann haben wir das noch gegessen. Und es war echt noch mega viel los für Montag. Also super viel los wirklich in der Stadt. Und dann sind wir aber auch ins Hotel und schlafen. Und jetzt geht's auch los zum ersten Spot, den ich mir ausgesucht habe. Und ja, jetzt machen wir mal los, ne? Wollen Sie noch etwas dazu sagen? Nee, ansonsten bleibt nur noch zu sagen, der Harrison hat gute Laune. Der wurde gerade eben schön geputzt von mir. Was heißt geputzt? Zähne geputzt. Die Tatzen wurden gewaschen. Das Fell wurde abgestaubt. Und jetzt gehen wir, denke ich, mal los. Oder müssen wir hier noch was checken und regeln? Weil wir haben ja so viel Equipment dabei irgendwie. Aber gefühlt brauchst du die Hälfte gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall für die Powerbanks brauchen wir ein Ladekabel. Die hast du in deinem kleinen Köfferchen. Brauchen wir Mikrofone? Nö, glaube nicht, dass wir Mikrofone brauchen. Weil dann müssten wir mal gucken, dass wir es hier irgendwo anschnallen. Können sie mitnehmen. Hallo, Tschüssel, ciao, macht's gut. Und ja, bis gleich, bis später. Ich bin schon ausgezahlt gemacht, bezahlt gemacht, da kann ich noch Geld drin. Denk. Was ist los? Was geschieht mit mir? Was macht ihr, ihr Aliens? Ich muss schon sagen, ne? Das ist eine richtig, richtig schöne Altstadt hier. Also, Prag, da muss man nochmal herkommen. Ich glaube, ein, zwei Mal lange da gar nicht. Ja, Madame Tussauds ist auch am Start hier. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Aber die ganzen Leute hier, der im Roten. Die gehen alle pussieren, die wollen alle, dass wir hier reingehen. Was können wir da nicht machen? Madame Tussauds ist. Doch, oder? Okay, da ist allerdings auch kein Madame Tussauds, Alter. Aber wir müssen jetzt weiter, weil wir gehen ins Café Chloé. Oder die Chloé. Aber hier, was ist das? Wow. Wow. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, ist richtig, richtig nice. Richtig. Ja, da war ich gestern schon mit Harrison unterwegs dahinter. Da war das Einkaufscenter, wo ich rein durfte mit ihm. Hier ist das Café Chloé, das bekannte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man hier sieht. Das wird auch mal gleich mal machen. Da werden wir jetzt gleich rein. Ja, das ist richtig nice. Wow! Das ist yummy in my tummy. Mm-hmm.
hier bestellt gehabt. Wo steht der? So, eben sind die Fressalien eingetrudelt. Das ist eine Bowl, keine Ahnung. So, ist es scharf. Und dann haben noch einmal Passionsfrucht eingetrudelt.